Ja, na super. Hallo und herzlich willkommen bei Forest in einer neuen Folge. Ja, wie man sieht, wir haben das Spiel durchgespielt. Ich habe das Flugzeug zurückbekommen. Ich habe jetzt ein Ticket gelöst. Den Sohn haben wir auch wieder gefunden, wie man sieht. Der hält sogar eine kleine Action-Abenteuerfigur, hat er von den Eingeborenen bekommen. Und leider gibt es ein paar Turbulenzen und Partner mal wieder. Fliegen hier wieder Menschen rum? Menschen fliegen! Ja, Menschen fliegen! Ich sehe tote Menschen. Ja, leider. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte sieht man schon. So. Also, schlechte Nachricht ist, wir stürzen gerade ab. Und die gute Nachricht ist, wir sind ab sofort wieder Single ohne Kind. Ne? Also wir sind ab sofort wieder frei auf dem Markt. Genau, nimm die mal mit. Das ist doch egal. Nimm die mit, nimm zwei. Ich habe zu Hause noch fünf von den Dingern. Die wohnen alle im Keller. Nimm die mal mit. Der hat sogar noch die Abenteuerfigur dabei. Ich frage mich, ob wir die Actionfigur später noch finden. Ja, das Problem, blöd hingegen, nee, aber wirklich eine schlechte Nachricht. Also eigentlich eine gute Nachricht. Forrest hat ein Update erfahren und zwar genau gestern. Gestern zärtlich in der Nacht. So, jetzt laden wir die Grafiken. Ich habe ja auch wieder ein paar Grafikeffekte eingeschaltet, die ich vorher aus irgendeinem Grund ausgeschaltet habe. Ich weiß gar nicht warum. Hat ein Update erfahren und eigentlich soll der Spielstand kompatibel sein, aber leider natürlich unser Spielstand wieder nicht. Ich weiß nicht warum. Ich habe versucht zu laden wie ein Blöder. Ist momentan noch Alpha-Status. Bitte seid mir nicht böse, wenn ich jetzt wieder neu anfangen musste. Es ärgert mich selber genauso. Aber andererseits, hallo Pedometer, ciao. Pedometer hört sich immer, ich weiß nicht. Man ist wahrscheinlich aus vom Internet schon zu sehr verdorben. Oh, und Pedometer. Hallo, ich zeig dir mein Pedometer. Ja, Kamera ist jetzt oben rechts, wie man sieht. Ich hoffe, auch das stört niemanden, denn ich habe mir gedacht, na Oma, was macht die denn hier mit ihrem Peace-Zeichen? Die ist schon hip, oder? Ja, ich, ja. Leider Spielstand inkompatibel. Ich hätte gern weitergemacht. Es ging leider nicht. Und den... Die Quante sieht auch irgendwie, also nee, ich dachte gerade, die Textur wäre neu, aber die Quante sieht immer noch genauso scheiße aus wie immer. Multiplayer-Mode probieren wir natürlich auch noch aus, aber das mache ich dann parallel zum Singleplayer, weil ich dachte mir, das nächste Mal, wenn man stirbst, mache ich einfach mal Multiplayer, aber das war jetzt so spontan quasi und würde ich das jetzt nicht aufnehmen, würde heute keine Folge kommen, das ist ein bisschen doof, weil ich mich die letzte Zeit ein bisschen... Naja, ich beschäftige mich momentan sehr viel mit dem Streaming und so weiter und so fort. Und da habe ich jetzt auch die letzte Zeit oder die letzten Tage halt viel damit gemacht. Auch mit Hardware-Setup-Änderungen und Pipapo. Und noch mit einer anderen Geschichte, die ich immer noch am Basteln bin. Da hinten ist ein Eingeborenendorf. Wir sind direkt bei einem Eingeborenendorf gelandet. Das ist natürlich doof. Ja, tut mir leid, dass wir jetzt schon wieder einen neuen Spielstand anfangen müssen. Ich kann leider nichts dafür. Eigentlich sollte der Spielstand kompatibel sein. Aber bei unserem Glück natürlich wieder nicht. Scheiß Eingeborene, spielen wir Tennis. Jedenfalls, er hat zwar den Spielstand, also er hat geladen, hat sich aber totgeladen. Und irgendwann im Ladebildschirm hörst du noch lauter auseinanderfallende Baumstämme. Und dann so ein bisschen... Oh, Survival! So, jetzt haben wir was zu essen. Und dann hörst du halt noch so ein bisschen Gepumpel. Also hier Baumstämme ein bisschen, dann noch ein bisschen dies, ein bisschen das. Und dann war aber auch alles vorbei, hat er sich totgeladen. Ich habe 10 Minuten gewartet, bis er irgendwie den Spielstand lädt. Und das sollte ja wohl genug sein. Eine Armbanduhr. Huch, eine Armbanduhr. Man findet jetzt auch Geld in Koffern, habe ich übrigens, was total realistisch ist, denn wenn man Urlaub macht, dann wo nimmt man das Geld natürlich mit? Im Reisekoffer, wo auch sonst. Größere Mengen Bargeld. Scheiße. Das können wir gleich für einen Bogen oder so. Ich hoffe nur, jetzt kommen, pass auf, wir müssen aber gleich loslegen. Und ich weiß natürlich inzwischen auch, das ist ganz gut. Mist. Na toll. Jetzt hau ich die Blumen kaputt. Ich wollte jetzt Karnickel. Es gibt nämlich auch für Karnickel ein kleines Update. Karnickel sind jetzt nicht mehr ganz so nutzlos wie vorher, beziehungsweise vorher konnte man die noch essen. Jetzt kann man die aber auch, das wird vor allen Karnickel-Freunde hören. Boah, sieht das richtig gut aus hier, ne? Also irgendwie, Grafik hat auf jeden Fall auch nochmal, oder? Liegt das jetzt an mir, dass das so toll aussieht? Ich werde die jetzt noch nicht essen. Wir sind ja eh, sind wir voll? Ich kann das gerade gar nicht erkennen, ob der Magen da unten voll ist oder nicht. Denn wir können Beeren jetzt mitnehmen, wenn wir... Entschuldigung, wenn wir, und da suche ich mir jetzt nochmal kurz ein Karnickelchen, wir müssen nur zwei Karnickelreste kombinieren. Ich hoffe, hier kommen jetzt keine Eingeborenen, weil wir hier quasi inmitten derer Dörfer sind. Da hinten ist ein Kannibale, natürlich. Kannibale kommt nicht hierher. Momentan noch nicht zumindest, wir werden es ja gleich hören. Ich weiß nicht genau, ob die Nagetiere später noch irgendeinen Zweck haben, das kann ich natürlich noch nicht sagen. Jetzt erstmal will ich natürlich ganz kurz eben das Neue ausprobieren. Hier, das Stöckchen können wir auch mal mitnehmen. So, und jetzt ist natürlich die Frage,
Wo und was bauen wir? Inzwischen weiß ich ja nun auch, wie man Hängebrücken baut. Das heißt, da werden wir uns auch befleißigen. Ist ein bisschen, na gut, da hätte man jetzt nicht unbedingt selber drauf kommen können, weil es nicht der üblichen Bauweise von Forestos entspricht. Denn man klebt die Balken unten heran. Normalerweise, wenn man... jetzt hier... Scheiße. Normalerweise, wenn man was bauen will oder wenn man was connecten will, dann muss man ja... dann muss man... Füllchen! Ja! Entschuldigung, ich mochte den wirklich sehr, aber er war todkrank. Wir mussten ihm helfen. Es war eine selbstlose Entscheidung. Selbstlos! Verdammt! Gott sieht das anders. So, jedenfalls, was wollte ich sagen und nicht lügen. Ich hätte gern ein zweites Kanick. Weißt du was? So, gut, dass wir die Bären nicht erwischt haben. Haben wir denn noch irgendwo... man kann jetzt auch Stealth-Armor machen. Ich weiß gar nicht, ob das vorher schon ging. Ich wusste zumindest nichts davon. Es geht jetzt wohl jedenfalls. Ich muss mal gucken, was man dafür... Man braucht auf jeden Fall ein paar Leaves und ein Lizard-Skin. Survival! Survival. Das war mal ein gemütliches Survivalchen. Man muss es ja nicht immer... Man muss ja nicht immer so stressen. Das Problem ist, dass... Weil ich ja jetzt die Hardware umstelle... Das sind gleich zwei Kannibalen. Weil ich ja jetzt die Hardware umstelle... Habe ich hier auch den Audioausgang anders auf die Ohren gelegt. Und es ist gerade echt leise. Und ich konnte es nicht lauter stellen... Leider. So, ich brauche einfach nochmal einen Kanickel. Das kann doch nicht so schwer sein, hier noch einen Kanickel zu finden. Und ich will wirklich nicht gegen die Kannibalen kämpfen, zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Wir könnten natürlich später, wir könnten das auf später verschieben, aber wenn die schönen, leckeren Beeren schon mal da sind, dann müssen wir die dann hier nicht gleich essen, sondern wir können doch eigentlich auch mal... So, weil wir heute mal den Ast gespalten. Ich bin sehr stolz auf uns. Kanickel. Ist gar kein Kanickel, verdammt. Das ist so eine alte Mini-Ratte. So, es sollen auch nicht mehr ganz so aggressive Einwohner sein jetzt mit dem Update. Ich habe gelesen, nachts greifen nicht mehr als 15 an, was ich total beruhigend finde. Das ist natürlich eine Aussicht, also nicht mehr als 15, das ist schon huiuiuiui. Also man kann ja von Glück reden. Ich darf auch nicht so laut reden. Da laufen sie wieder zurück, die Kannibalen. Ich darf nicht so laut reden, weil mein Mikro im Gegensatz zum Computersound noch sehr laut eingestellt ist. Das Problem ist, ich kann es hinterher wieder abmischen, weil ich beides einzeln aufnehme, beide Spuren einzeln. Aber wenn ich jetzt zu viel quatsche, dann höre ich nicht mehr, wenn hier irgendwo Eingeborene sind. Vorher hatte ich das auch immens laut auf den Kopfhörern. Ich muss mir da echt nochmal einen hier mit Lautstärke oder sowas, das... geht nicht anders. So, hier erstmal einschmieren. Alter, hier muss doch noch irgendwo ein Kanickel sein. Ich will die Beeren jetzt haben. Jetzt kriege ich langsam wieder Hunger. Mann! So, stört die Kamera? Ist die Kamera hier oben okay? Ist die okay? Musste mal sagen. Ich kann das selber so nicht einschätzen. Ich weiß gar nicht, wo die vorher war. Die war, glaube ich, noch weiter links. Aber da die Monitore jetzt hier alle komplett anders aufgebaut sind, habe ich auch die Webcams verstellen müssen. Und ja, ich habe gerade im Plural gesprochen. Denn ich habe... was ausprobiert. Ich dachte gerade, ich habe Eingeborene gehört. Mann, ich will ja weg. Ich will jetzt endlich die leckeren, die köstlichen Beeren sammeln. Ich brauche einen Kanickel. Das kann doch nicht so schwer sein. Schweres Atmen. Kanickel! Ich hätte gern einen Kanickel. Oh, ich muss übrigens noch den Timer einstellen. Bei wie viel bin ich denn jetzt? Bei 11 Minuten? Wo geht das Ding denn an? Ich muss hier gerade alles, wie gesagt, ich habe alles umgestellt, jetzt weiß ich gar nicht, wo das anging. Ich dachte gerade, wenn Kannibale. Sekunde, ich stelle nur mal ganz kurz den Timer an. Nicht, dass die Folge aus Versehen wieder 40 Minuten lang wird, das will ja keiner. So. 20 Minuten, alles darüber. Also ich werde heute nicht ganz so lange Folgen aufnehmen, weil jetzt ist inzwischen schon, ich glaube, 2 Uhr morgens gerade. Und heute wieder. Ja, komm schon. Ja! Holy shit, ich freue mich. Ja, auf jeden Fall ist 2 Uhr morgens. Ich werde auf jeden Fall, diese Folge wird vielleicht doch noch ein bisschen, sieht ja so komisch aus, so verzogen, ne? So, das ist die Crafting Mat. Hier haben wir Rabbit Fur. So, ist bei mir ganz leise und jetzt haben wir Pouch. Mit diesem Pouch, da sieht man schon, das ist Kanickeldrüse. Mit der Kanickeldrüse können wir quasi hier hingehen. Ich weiß nicht genau, ob man jetzt E drücken. Ah, E, hier, in den Pouch rein. So, ich möchte jetzt gerne hier und da
Ich muss ganz vorsichtig sein, nicht, dass wir die giftigen Beeren mitnehmen. Ich weiß nicht, was dann passiert. Wir essen die ja gerade nicht. Hallo Lizard, alter Freund. Hallo Lizard, alter Freund. Ich habe heute von dir geträumt. Dein Maul war offen, hat geschäumt. Huch, was ist das denn hier? It's a mighty reset bush und hier nicht. Haben wir hier noch leckere Beeren? Leckere Beeren? Leckere Beeren? Lecker Schmecker Beeren? Lecker Schmecker? Schmecker? Trecker? Schmecker? Boah. Naja, jedenfalls haben wir, ich weiß nicht genau, wie das jetzt, ob das jetzt toll ist, dass das so gelöst wurde. Das kann ich gar nicht beurteilen. Ich finde es interessant, dass man das jetzt hier in so eine Beerentasche legen kann. Aber ob ich das jetzt gut finde, Alter, ich dachte gerade, da ist ein Eingeborener. Entschuldigung. Ob ich das jetzt gut finden soll, weiß ich noch gar nicht. Jetzt haben wir hier Blueberries, die haben wir jetzt einfach ganz normal im Inventar liegen. Und mit denen können wir, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, lass mich mal überlegen. Treesap. Wir brauchen Treesap, also wir brauchen Harz. Damit können wir jetzt nämlich Farbe herstellen. Mit der Farbe können wir wahlweise Axt und sowas und pipapo. Ich gehe jetzt aber erstmal irgendwo ins Wäldchen rein. So, ich sammle auch Zweige. Okay, das reicht. Mehr Zweige können wir nicht sammeln. Ich gehe jetzt mal ins Wäldchen rein, damit wir hier mal gucken können, wo wir hingehen. Ich glaube, wir sind hier wieder im eingeborenen Dorf. Kann das? Kaninchen! Ich meine natürlich, schade, Kaninchen. Sind wir hier? Ich glaube, wir sind am eingeborenen Dorf wieder. Mit ist Stein. Okay. Ja, es sieht so aus, als wäre das Flugzeug diesmal tatsächlich im eingeborenen Dorf gecrashed. Wir könnten jetzt theoretisch da wieder hinbauen, das gleiche wie letztes Mal schon, aber ganz ehrlich, da habe ich jetzt nicht mehr so die Lust drauf, weil wir das ja gerade erst gemacht haben. Worauf ich vielleicht mehr Lust hätte, das wäre jetzt tatsächlich mal da hinten beim eingeborenen Dorf, wo wir auch letztes Mal gebaut haben, aber da jetzt vielleicht mal das mit der Brücke ausprobieren. Wir brauchen natürlich erstmal noch für die Nacht natürlich noch ein kleines Lager, ein Temporärlager, vielleicht so wie wir es letztes Mal auch hatten. Sind hier Eingeborene? Nein? Gut. So wie wir es letztes Mal... Ich gehe mal lieber, ich brauche Ausdauer, nur falls die angreifen. Ich bin ja jetzt ein bisschen vorsichtiger. Jedenfalls, vielleicht da, wo wir letztes Mal auch waren... Nur, dass wir da diesmal dann wirklich so ein schönes Baumhäuschen bauen. Das wird leider ein bisschen dauern, weil die sehr viel Holz kosten. Aber da ich das ja eigentlich schon vorhatte die ganze Zeit und das ja nie geklappt hat irgendwie, weil wegen dämlich, würde ich das diesmal gerne machen, damit wir es einfach nur mal gemacht haben im Let's Play. Und ich weiß gar nicht, ob das hier ein Let's Play ist. Das ist ja eher so ein Let's Hangel von Version zu Version bei Forest. So, da ist unser Hüttchen. Dieses Hüttchen hat den Vorteil... Dass es da schon steht, oh Mann, ich hoffe, es wird nicht gleich schon dunkel, dass es da schon steht und wir brauchen es eigentlich nur noch zubauen. Das heißt, wir brauchen 3 von den Holzdingern. So, wir haben auch Beeren hier direkt mit dran. Da vorne liegt irgendwas, ist das, was ist das denn? Oh, keine Ahnung, Hauptsache es ist nichts Eingeborenes. So, wir kriegen hier auch immer mal wieder die Dinger, wir können hier eigentlich alles bauen. Also im Grunde genommen ist diese Hütte hier für unser Vorhaben perfekt, zumindest um hier erstmal die ersten paar Nächte zu verbringen. So wie letztes Mal, aber dafür brauchen wir natürlich nur 3 von diesen Dingern. Ich guck mal ganz kurz, wir brauchen ein Hunting-Shelter, hätte ich ja gerne, nicht das Temporari. So, das hatten wir mal hier, ne? Nee, hatten wir gar nicht. Das hatten wir auf der anderen Seite, was eigentlich kacken egal ist. So. Wieso? Ah, jetzt, okay. So, dann können wir hier schon mal ein bisschen reinzimmern. Das kennen wir ja alles schon. Und dann schauen wir mal ganz kurz hier, Stein. Ist ein bisschen doof, dass wir immer wieder neu anfangen müssen. Das tut mir auch sehr leid. Aber wie gesagt, ich kann da echt nichts für. Ich hangel mich hier tatsächlich von Version zu Version. Mehr kann ich da auch nicht machen. So, hier vorne, ich holz hier ein bisschen weg, oder? Nee, da wir da ja das Dingens da reinballern, holz ich mal wieder ein bisschen am Rande weg. Da ist ein Karnickel, das später. So, ich hoffe, wir können jetzt ein bisschen Tri-Zeugs, wir müssen natürlich was essen auch zwischendurch, wir haben ja Beeren dabei, das ist ganz gut, es hilft uns nicht sonderlich, aber egal. So, und ich sollte mal auf jeden Fall mal ein Döschen trinken. Denn wir brauchen Ausdauer, so. Zum Strand müssen wir wieder einen MP3-Player holen und so weiter, boah. Der ja kein MP3-Player ist, sondern ein Walkman. So, hier schon mal ein bisschen... aufräumen, damit wir ein bisschen Gemüse kriegen, also ein bisschen Blätter, weil die haben wir jetzt ja nicht mehr. Und wir müssen ja eigentlich immer in die Richtung, in die es fallen soll. Dann mache ich mal hier. Ob das so stimmt, weiß ich gar nicht. Ich habe das Gefühl, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, es fällt überhaupt nicht in die Richtung, in die es soll.
Das ist jetzt aber Vorführeffekt, das kannst du mir nicht erzählen, das ist jetzt aber ein Zufall. So, komm, knacke die Knack. Dann können wir die Scheiße schon mal wegräumen. Dann haben wir das Ding hier schon mal da. Und theoretisch bräuchten wir dann auch noch die Querverstrebungen. Ah, jetzt habe ich aus Versehen Beeren gefressen, weil die gerade da rumstanden. Scheiße. Naja. Das kriegen wir schon wieder hin. Wir machen uns dahinter nochmal einen gesättigten Lurch und dann passt das schon. Dann diesen hier als nächstes, einfach nur weil er daneben steht. Und momentan gegen die Sonne gucken, ist leider ein bisschen dunkel alles. Wenn ich hier links rüber gucke, gucke ich gerade, was die Aufnahme macht. Wenn ich hier rechts rüber gucke, gucke ich gerade, was wir hier alles noch an Dingens haben, an Updates in dieser neuen Version von Forest. Wir können zum Beispiel auch noch andere Beeren sammeln. Nein, siehst du, der fällt nämlich falsch. Der fällt in die falsche Richtung. Es wurde gesagt, die fallen immer in die Richtung, in die man guckt, aber es stimmt einfach gar nicht. Es stimmt nicht, was jetzt nicht so mega wild ist, aber trotzdem ärgerlich. So. Dann mache ich mal Folgendes. Ich nehme trotzdem mal beide mit. Ach nee, da hinten ist noch ein dritter. Was war da denn? War das ein Vogel? Ich glaube, ich schiebe hier einfach voll die Optik gerade. So, dann damit haben wir schon mal eine Schlafstätte. Da können wir jetzt theoretisch safen, das machen wir natürlich noch nicht. Ich lasse das Ding mal gerade dahin plumpsen. Ich weiß, wir können uns so ein Camp-Ding da holen. Aber das Erste, was wir uns natürlich holen, sind... Survival, Defensive Walls. Erstmal eine Tür, ne? Erstmal eine Tür, die können wir dann hier... Da gucke ich mal nicht gegen die Sonne, sondern ich gucke mal hier mit der Sonne. Die können wir dann hier wieder zwischengrätschen. So, wir können hier zum Glück noch durchbauen. Das ist ganz gut. Die ist noch nicht ganz gerade. So, jetzt hier ist die gerade. Ich kann es nicht erkennen. Ich glaube nicht. Ich glaube, da habe ich schon wieder... Schaut, wenn ich mit Shift R nochmal zurückdrehen kann. Ich glaube, die müsste gerade sein. Naja. Ich glaube, tatsächlich ist sie einfach auch schief. So, und dann machen wir nochmal zwei von diesen Defensive Walls. Ach, sieh sie an. Okay, das... baller ich da gleich mit dran. Na komm. Hallo. Das geht natürlich nur, wenn man es nicht will. So, jetzt haben wir es. Und da noch eine Defensive Wall. Dann haben wir da auch noch eine dran. Und dann kommt hier auch keiner mehr durch. Eine Tür haben wir dann auch. Jetzt ist natürlich nur die Frage, es wird ein bisschen dauern, bis wir das alles gebaut haben. Weil wir jetzt wieder 17 Loks brauchen wir jetzt. Aber zum Glück haben wir zwei schon. Das wird uns im Leben viel weiterbringen. So, was nehmen wir denn hier für Bäume? Ich würde sagen, von hier wäre ganz gut. Wir können natürlich auch die anderen Nachbarbäume nehmen. Aber da wir eh nicht an der Klippe rumlaufen werden, sondern ich möchte tatsächlich gerne mal ins eingeborene Dorf. Ich weiß, wir machen hier das gleiche, wie wir schon gemacht haben. Es tut mir furchtbar leid, aber wie gesagt, ich kann nichts dafür. Der Spielstand ist korrumpiert vom neuen Forest Update und ich würde gerne tatsächlich den alten lieber nehmen, aber der ist jetzt schon überschrieben, weil ich voller Verzweiflung auf New Game klicken musste. Ich habe geweint 3 Tage und 3 Nächte lang. Deswegen ist ein Tag Forest ausgefallen, weil ich unter Tränen auf New Game... Warum? Er war doch noch so jung. Und ja, so war das damals. Nach einer wahren Begebenheit. Huch. Jetzt komme ich da nicht ran, weil der Baumstamm mich auskegelt. Okay. Hallo? Was macht der denn? Der alte Spacko, ey. Kaum mal wieder 2 Tage nicht auf der Insel, kommt der nicht in den Baum rein. Aber egal, jetzt kriegen wir es hin. Ausdauer stimmt soweit noch, also daran liegt es nicht. Und jetzt hebeln wir den Baum hier auch mal ganz kurz. Zap haben wir jetzt auch, das heißt, wir können schon was blau färben. Wie zum Beispiel unsere Axt hier, die können wir jetzt zum Beispiel blau färben. Ich weiß gar nicht... Juhu, das hat noch geklappt, sehr gut. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was es bringt mit dem Blaufärben von der Axt. Ist wahrscheinlich nur so ein schönes Gimmick. Oder ist vielleicht, um im Multiplayer die Spieler auseinanderhalten zu können. Ich glaube, kann man sich selbst auch blau färben? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall Tree Sap brauchen wir. Wir machen uns gleich nochmal ein Stealth Armor. Oder? Machen wir gleich mal. Muss hier noch ein bisschen... Ich glaube dazu, wir brauchen 15 Blätter. 15 Blätter? 15 Blätter. Die kriegen wir noch zusammen. Dann haben wir Stealth Armor. Haben wir gleich hier in der ersten Folge. Geil. Also in der ersten Folge von einer neuen Aufnahme. Nein, 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 nein. Nicht die Klippe. Nicht die Klippe runter. Okay, die nehme ich direkt als erste mit. So, dann schauen wir mal. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Baumstämme wir jetzt hier rumfliegen haben. Boah, immer wenn ich hier über den Baum latsche, denke ich, da ist ein wieder Eingeborene. So, das ist fertig. Es wird Nacht und wir kriegen unser Häuschen diesmal direkt vor der Nacht fertig. Das ist ja schon mal was wert. Und wir haben kein Feuer. Ich Vollidiot, wir haben noch kein Feuer.
So, ich hoffe nur, ja, wir müssen uns auf jeden Fall sputen. Feuer können wir später noch machen. Hauptsache, wir haben erstmal unsere Wand hier fertig. Denn wenn die Eingeborenen nachts immer noch so umtriebig sind, wie gesagt, maximal 15 Stück, ist nicht sehr beruhigend. Ich weiß nicht. Ich krieg da immer noch Pickel am Po, wenn ich das höre. 15 Eingeborene möchte ich jetzt wirklich nicht, also vor allen Dingen jetzt nicht mit der Mini-Axt und wir haben noch keine Zähne, kein gar nichts. So, das wird sich natürlich schnell ändern, sobald wir hier ein bisschen sammeln gehen. Oh, der Vogel. Kleine Vogel. Ich glaube, wir haben nicht mal genug Baumstämme, ne? Wir kriegen den Bau noch nicht fertig. Uns fehlen noch 3. Das ist natürlich beruhigend. Ich mach mal eben hier ganz kurz den hier. Damit Eingeborene uns auf jeden Fall auch sehen, wenn wir hier weiter abholzen. Ich nehme jetzt mal ganz kurz diesen Baum hier. So, in der Hoffnung. So, pass auf, ich trinke mir da gerade nochmal ein, weil wir die Ausdauer brauchen. Ich möchte es wirklich gerne noch diese Nacht hinkriegen. Und was essen müssen wir auch noch dringend, wenn wir nichts im Bauch haben, dann sinkt die Ausdauer natürlich wie Sau. Und ich hoffe, ich sehe jetzt hier lauter fallende Blätter, aber wir brauchen echt einen Baustrahler vor dem Gebäude. Wir brauchen einen fetten Baumstrahler, Baumstrahler oder so ein Stadionflutlicht. Und wie komisch sieht denn der Arm aus? Alter, der Typ muss He-Man sein, wenn er mit rechts einfach hier den Baum wegfräst. Ich hab mal kurz die Fresse. So, Baum fällt. Und solange er landinwärts fällt, ist mir alles andere egal. So. Und da haben wir es fertig. Prima. Hier draußen kommen natürlich noch unsere Sicherheitsdinger hin. Wir haben die erste Nacht jetzt geschafft. Wir haben das Haus eigentlich innerhalb von 10 Minuten gebaut. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlimm. Also, ja, es hätte schlimmer kommen können. Ich baue jetzt hier mal so ein Firepit wieder hin. Da brauchen wir natürlich ein paar Steine noch extra. Ich mache das mal wieder hier in die Mitte so, ne? So, so. So, wir brauchen Steine. Ich hoffe, wir finden Steine. Und ich habe das Gefühl, ich muss ja ein bisschen vorsichtiger sein, wenn ich was umholzen will, denn... Oh Mist, meine Nase juckt schon wieder. Das darf doch nicht wahr sein. Immer eine Aufnahme. Sonst nie. Ach, die Schmatzgeräusche sind von unseren Füßen. Ich dachte gerade, ich höre gerade hier in der Nähe Schmatzgeräusche. Ich dachte gerade, hier sind schon wieder irgendwo Kannibalen unterwegs. Aber das sind, glaube ich, unsere eigenen Füße. Was hat denn hier für Quanten? So, Feuer haben wir jetzt auch. Also Feuer haben wir auch gleich. Hallo? Das ist nicht die Tür. Professional Door Going nennt man das auch. Dann sammle ich den hier auch nochmal auf und hier vielleicht noch ein bisschen. Was ist das? Ein Stein. Ja, komm. Das ist ein Stein. Komm, lass sein. Diese Steine nehme ich mit. Auf die können wir nämlich bauen. Und dann gehen wir nochmal. Kennt die Werbung überhaupt noch jemand? Auf diese Steine können sie bauen. Ich will das jetzt aber nicht erzählen, was es ist. So, ich hau mir jetzt erstmal ganz kurz ein Lurch auf den Grill. Feuer haben wir. Und man sieht es jetzt am Icon, man kann auch Geld verbrennen neuerdings. Wenn man keine Blätter mehr hat, kann man Geld verbrennen. Erstmal hau ich mein Kaninchen auf den Grill, denn ich möchte gerne gleich, obwohl Lurch kann ich auch brennen. So, bevor ich baue, warte ich aber aufs Essen, denn ich habe Angst, dass wir hier irgendwas irgendwie immer Bugs triggern. Wir triggern sowieso mit allem Bugs, was wir tun. So, den Busch muss ich niederreißen. Lalalalalala. Also generell, die Hütte ist echt super. Wenn man in der Nähe vom eingeborenen Dorf was machen will oder generell hier so eine Hütte okkupieren, die hier ist vor allen Dingen deswegen super, weil hier selten Eingeborene rumhängen. Außer wenn sie einen decken natürlich. Jetzt, hallo, kann ich auch mal eaten? Jetzt kann ich eaten. Super, jetzt haben wir wieder was im Maugen. Jetzt haben wir was im Maugen und jetzt können wir mal was schrauben. Und zwar, jetzt muss ich kurz gucken, wie das geht. Ein Lizard Skin. Combine, 15 von den Dingern. Oh, wir haben nur 15. Und ein bisschen Tree Sap. Huch. Stealth Armor. Laut
Laut Updates braucht man dafür noch Sepp, aber gut. Jetzt haben wir Stealth Armor. Remove. Haben wir einen. Okay. Wir brauchen noch 15. Wir werden das auf jeden Fall jetzt mal so machen. Ach, guck mal. Hier. Haben wir ganz... Das sieht ja scheiße aus. Wir können dann auf jeden Fall unsichtbar agieren. Wir brauchen nur mehr Lizard Skins und so Zeugs. Das heißt, wir können uns jetzt auch Stealth Armor machen. Dürfen wahrscheinlich nicht zu nah ins Feuer gehen. Ich vermute mal, das ist nicht so gut. Ich werde keine Tiere mehr zum Trocknen aufhängen. Wenn die einfach verschwinden, das mache ich nicht mehr. Ich speichere jetzt mal eben ganz kurz und dann schlafen wir mal eben noch die Nacht. So, Sekunde. So. Und, wir haben es geschafft. Erste Nacht ist vollbracht. Morgens früh um 7:30. Und jetzt können wir mal gucken eben. Ein Gärtchen hätte ich schon gerne, natürlich. Das ist natürlich nicht die Frage. Wir hatten ja schon mal einen Garten angebaut. Das war auch sehr praktisch. Und auch diesen Locksled und sowas, das war sehr, sehr praktisch. Den werden wir wahrscheinlich auch wieder brauchen. Vor allen Dingen, wenn wir uns jetzt da oben das erste Ding bauen. Und dann baue ich tatsächlich da irgendwo rüber. Das wird schon irgendwie klappen. Ich bin diesmal recht zuversichtlich, da hinten hinzubauen, war sehr optimistisch. Den Baum nehmen wir auch nicht mehr, weil man da irgendwie nur noch durch den Boden klettern konnte. Das war ein bisschen doof. Aber... Jetzt machen wir mal ganz kurz das Licht aus. Aber der da ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wir müssen dann auf jeden Fall noch Leaf sammeln, aber das machen wir eh automatisch. So, dann mache ich dann schon mal, nur für die nächste Folge schon mal, wo ist denn der hier? Ein alpines Treehaus. Hallo? Ja, natürlich fängt es wieder an zu pissen, wenn wir hier bauen wollen. Hallo? So, das geht natürlich nach da raus, wie immer, wie letztes Mal schon, aber diesmal haben wir da wenigstens kein Dingens. So, da müssen wir nur noch den Baum hier abschlachten. Theoretisch können wir das jetzt auch mal eben machen. Es guckt ja gerade eh keiner. Wir haben Zähne und Federn haben wir momentan noch nicht so viele. Sepp haben wir auch noch nicht so viel. Ich denke mal, da können wir noch ein bisschen loslegen. Beziehungsweise da müssen wir noch eine Inseltour machen, um uns das ein oder andere Utensil zu holen. Aber was wir machen können... Oh, eine Dose. Das finde ich ja schön. So, was wir machen können, ist natürlich schon mal das Ding hier umholzen. Aber ich fürchte, das müssen wir landeinwärts machen. Damit wir hier auch dann wieder hochkommen. So, lalalalalalala. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber diese Plattformen zum Beispiel, die man da machen kann, ne? Diese hohen Plattformen, die kosten so immens viel Holz. Also ich finde das zwar ganz toll, dass man die jetzt so stufenmäßig auch hinsetzen kann und alles, aber die kosten so viel Holz, das ist echt schon, das lohnt sich eigentlich so gut wie gar nicht. Das ist viel zu übertrieben. So, das ist ganz toll, dass da jetzt so ein blöder Busch ist. Das heißt, ich muss hier mal ganz kurz eben erstmal den hier machen. Den hier und den hier. Und diesmal sind hier aber auch keine Kannibalen und nichts in der Nähe. So, da hauen wir uns da oben ran. Und dann ditte noch. Und dann ditte noch. Ich habe übrigens immer so ein bisschen, ist immer so ein bisschen doof mit Forest, dass man da nicht mehrere Spielstände machen kann. Zum Beispiel, wenn wir jetzt auch tatsächlich Multiplayer machen wollen und so weiter, dann ist das so ein bisschen doof. Ich weiß nicht genau, wie das mit den Spielständen da ist, weil ich muss immer aufpassen mit dem Spielstand hier. Ich würde auch gerne im Livestream, das wurde schon öfter gefragt, ob ich da nicht irgendwie auch mal Forest spielen will und so weiter, will ich schon. Das Problem ist nur, es geht dann irgendwie nicht. Weil, kann ich eigentlich... Das muss ich gleich mal gucken. Weil ich natürlich nicht den Spielstand überschreiben will, den wir hier benutzen. Sonst war es immer so, wenn man bei Forest einen neuen Spielstand anfängt, dann ist dieser Spielstand hier passé. Das heißt, da fängt ein... Also wie jetzt zum Beispiel, ich konnte den alten Spielstand nicht weiterspielen, habe einen neuen angefangen, ist der alte gleich überschrieben. Das ist ein bisschen doof. Ich glaube, da wird es wahrscheinlich auch wieder so eine Multi-Safe-Game-Lösung geben. Vielleicht von Herrn Souldrinker. Der ist ja immer noch aktiv am Modden. Das wäre super. Das Blöde ist nur, die muss dann immer wieder auf jede neue Alpha-Version angepasst werden. Und die kommen natürlich auch, ähnlich wie bei Minecraft, immer sehr oft. Das heißt, da muss man wirklich immer hinterher sein, da die neueste Version und tralala. Und gerade wenn eine neue Version raus ist und du musst aufnehmen, so wie heute, dann kann man da zum Beispiel gar nicht großartig warten, bis eine neue Version rauskommt von diesem Mod-Dingens. Das ist ein bisschen blöd. Das liegt nicht an der Mod-Verwaltung, sondern ganz im Gegenteil, das liegt dann... Huch, eine Flare. Das liegt dann am Spiel selbst, wie das gelöst ist. Noch eine Dose? Cool. So,
Das finde ich immer so ein bisschen doof, dass das meistens inkompatibel ist. Bei Minecraft, Minecraft ist ganz furchtbar, was das angeht. Da hat man damals schon quere Leinen, das hat sich jetzt ein Jahr später immer noch nicht geändert. Da sollte immer Mod-Unterstützung her und das ist, glaube ich, das Letzte, woran gearbeitet wurde. Erstmal auf alle Konsolen portieren, erstmal möglichst viel Reichweite, erstmal möglichst viel Schotter mitnehmen und dass das Ding aber auch größtenteils von der Mod-Community irgendwie lebt. Ich weiß nicht, ob das übersehen wurde oder ob das irgendwie, ob sich da gedacht wurde, das ist scheißegal. Wir haben ja eh genug Leute. Wir haben ja eh genug Zuspruch, Zustrom und so weiter. Und das ist eigentlich schade, weil da hätte ich gerne, gerade bei Minecraft hätte ich da mehr gesehen. Das ging mir immer auf den Sack, die Mods zu installieren. Das ging mir massiv auf den Sack, vor allen Dingen, wenn die untereinander inkompatibel waren und so weiter. Also ganz ehrlich, da gibt es Plattformen, die machen das inzwischen viel besser vor. Wen haben wir denn da? Die machen das inzwischen viel besser vor. Regenbogen! Oh, Regen! Oh, sieht strange aus, aber schön. So wie der. Nein. Entschuldigung. Was wollte ich sagen? Ja, jedenfalls gibt es doch da inzwischen schon viel, also für Skyrim und sowas gibt es doch da schon Mod-Communities mit Mod-Loadern und so weiter, die das alles hervorragend vormachen, dass es halt geht. Und dass es auch bei sehr viel komplexeren Spielen geht, als nur bei so einem schwurbeligen Minecraft, wo zwar viel ineinander greift, aber da muss man, beziehungsweise da können die Mods ja untereinander gucken, bla, da können die Klassen angegeben werden und so weiter. Das ist ja alles machbar. Nein. Apu. Also der von den Simpsons, Apu. So, ich hoffe, der Herr Kannibale sieht uns nicht. Wenn wir hier von der Seite ranpirschen. Eigentlich wollte ich die Folge schon beendet haben. Story of my life. So, hier. Hier rein. So, mal gucken, ob die uns in Ruhe lassen. Ich guck mal ganz kurz, ich baue mal da draußen eine Fackel hin. Einfach nur als Schutz, nur falls wir jetzt zu früh bereits malträtiert werden. Ja, man hört bereits, wie die draußen am Rumhampeln sind. Ich würde das gerne dann vielleicht hier so. So, uns fehlt natürlich noch genau ein Sticky und der liegt da nicht mehr. Der ist ja doof. Vogel! Oh, ich darf hier gar nicht schlagen. Ich habe immer Angst, dass ich die Bude wieder auseinandernehme. Ich weiß gar nicht, ob das inzwischen gefixt wurde. Das kann ich gar nicht sagen. So, auch da können wir Geld reinschmeißen jetzt, ne? Genau, da können wir überall Geld reinschmeißen. Das ist ganz toll. Na, großartig. Was wir hier nicht haben, das ist ein Hinterausgang. Das fehlt hier ein bisschen. Naja. Okay, dann können wir jetzt mal ganz kurz die Brille richten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Plim, plim, plim. Und dann, ja, dann schauen wir mal, was wir hier als nächstes Schönes machen. Ich würde gerne tatsächlich mal das Ding da oben fertig kriegen und dann in der nächsten Folge endlich mal eine Hängebrücke machen. Wir haben jetzt ja wieder Bäume hier, wir haben jetzt ein Vorhaben, wir haben jetzt in dieser Folge, naja, hier so weit fast wieder aufgeholt. Ich meine, das lief dafür, dass wir neu angefangen haben, lief es ganz gut und schnell diesmal. Wir haben sogar Blaubeeren gesammelt, wir haben Kaninchen geschrüppt, wir haben eigentlich alles ganz gut hinbekommen. Und in der nächsten Folge gucken wir mal erstmal wegen den Dingens. Ach, das kann ich ja auch im Endscreen erzählen. Was laber ich denn hier? Also jetzt zum Beispiel, warte mal, wenn ich jetzt hier zum Beispiel. Ja, habe ich schon erzählt, in der nächsten Folge können wir dann mal gucken, wie das dann ist mit dem Dingens und dem Bummens und dann können wir auch mit den Hängebrücken, das ist ja fast schon inzwischen. Ich würde in der nächsten Folge auch gerne mal die Axt blau färben, einfach nur, weil wir es können. Wir haben jetzt auch den Lizard Skin, also diese Stealth Armor, die ja offenbar sehr viel bringt, aber wir haben bis jetzt ja nur eine davon. 5 Stück brauchen wir, 5 mal 15, da sind das 75 oder 65? Jedenfalls brauchen wir, nee, 65 glaube ich, ne? Da brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Blätter und so und dann gucken wir mal, was wir da alles hinkriegen. Und sonst, was haben wir denn noch eigentlich? Rock, Upgraded Rock. Achso, wir können auch Steine und Sticks färben. Ich weiß nicht genau, wie man Sticks und Rocks upgradet. Das weiß ich noch nicht. Ob es da was Besonderes gibt oder sonst irgendwas. Und wozu das gut ist, weiß ich auch nicht. Und das nächste Mal probieren wir vielleicht auch mal, wenn man Eingeborenen erwischen, so eine Totenkopfwaffe aus. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Ach, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Auf jeden Fall in der nächsten Folge erstmal hoffentlich das Baumhaus fertigstellen. Ja, hoffentlich klappt das ganz gut. Wir müssen uns erstmal durch 2 Eingeborene prügeln. Aber das machen wir ja gerne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.